konnte ich noch nicht. So, hallo. Du Arsch. Ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute, ich muss immer so lange überlegen, das mache ich in jedem Video. Heute Bikeporn pur. Ja, weil Technik, naja, Technik ist dabei, aber das ist heute einfach geil. Schaut euch das mal an. So sieht es bei uns im Winter aus. So genial. Echt mal cool. Wir haben hier die SWT-Nummer, die ist wieder eingeblendet unten im Text. Wir haben überall Subtitles. Schaut euch das an. Subtitles. Rahmenverstärkung. Zentralfederbein, Tractive, heute ohne Federbeinschutz. Hinten Scheibenbremse, 18 Zoll. Fußrasten SWT hier auf einer Höhe angebracht. 1000 Kubikmotor, der ist auch warm. White Power, Upside Down Gabel und da ist der Aufkleber weg, aber leuchten wir daher. Leuchten, damit meine ich die Kamera. Was sehen wir da? Maximal 10,5 Bar. Den Laien unter uns verrät es nichts. Die anderen wissen, dass es eine AR-Gabel ist. AR, Luftgabel. Wunderbar, macht richtig Spaß. Das Motorrad an sich sieht aus wie eine moderne Sport-Enduro, weil die meisten Teile an diesem Motorrad von der Beta sind. Wir fangen mit dem Kotflügel an, der Lichtmaske, die Verkleidung vorne für die Gabel ist recht modern gehalten. Das wird aus dem KDM-Sektor sein. Und hier haben wir eine 300 Doppel-R Verkleidung mit Sitzbank. Rahmenheck ist selbst gefertigt. Macht Spaß. Tank ist normaler Aluminiumtank drauf, aber heute im Straßeneinsatz haben wir den Alutank weggelassen. Der Alutank ist rechteckig geformt. Der Kunde wusste nicht, ob er damit durch den TÜV kommt. Ja, Lenker müsste der Magura X sein oder MX2. Eine saubere Sache, die wirklich Spaß macht. Ich drehe das Moped mal um, dass wir uns mal die andere Seite anschauen können. Ne? Hier sieht man schön wieder die Abgasanlage von SR Racing. Die verspricht halt Leistung. In dem Fall einfach mit zwei Federn angebracht, wie man es im Sportbereich macht. Mit einem gechoppten Motorblock. Hier ist der Lichtmaschinenregler weggebaut. Da gibt es keine Diodenblätter, sondern eine richtige elektronische Regelung. Und da hinten sitzt auch eine kleine Lithium-Batterie. Finde ich nicht immer so toll, aber im Sporteinsatz ist es ja eine andere Baustelle. Das sieht alles so benutzt aus, weil es so benutzt ist. Mit dem Motorrad wird Rennen fahren. Der Leon, der das Motorrad gehört, der fährt gegen mich bei der IGE. Also der benutzt es auch wirklich. Und das ist schön und dann darf ein Motorrad auch so aussehen. Das ist kein Patina. Das sind Benutzungsspuren. Okay, und jetzt haben wir noch ein bisschen Spaß damit. Okay, darauf lasse ich mich ein. Auf die Plätze, fertig, los! Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann abonniert unseren Kanal, schaut uns, folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Wir sind überall vertreten und gebt Gas mit uns. Dankeschön.